Hallo, liebe Tagebuch, da sind wir immer noch auf dem Landmaschinenhandel hier mit dir, Peter. Und der Rainer hatte gute Idee, ne? Der Peter weiß das noch nicht, aber wir handeln jetzt mit dem Peter da aus. Der Mario hat mal gesagt, der darf das, der darf uns auch Geräte verkaufen. Und Rainer, komm mal eben zu mir. Warte mal, Peter. Ja. Das ist schön, dass du hier bist. Guck mal, ich habe mal irgendwas aus dem Auto geholt. Hier vom Bierchen. Ist schön am Abend. Nicht mehr der Arbeitszeit. Arbeitszeit ist schon vorbei. Wir Der müssen uns Peter, ein bisschen guck mal auf beeilen. die Uhr, ey. Das ist lang vorbei. Ey. Wir sind hier in die Flusstal als Kumpels, ne? Kennen uns schon lange, da gar kein Problem. Bist ja erst kurz hier. Wir sind gute Leute, ne? Von daher kannst du schon hier trinken mal Bierchen mit, ne? Ach, möchtest du auch noch Ja, eins? okay. Ja, gib mir auch nochmal. Das ist gut. Hier, eins für dich. Oh, danke. Was Und ist denn eins für da? mich. Was ist denn da überhaupt los? Komm, Leute, das. Mal, lass dich mal nicht ablenken. Die sollen mal machen. Hier, du vergessen anstoßen. Hier in die Augen gucken und. So geht das. So, jetzt wollen wir mal anfangen, ein bisschen beschäftigen. Warte, muss ich mit Peter auch noch anstoßen? So. Pass auf, Peter. Hier die Traktor, ne? Der ist ja, der muss den Mario ja vom Platz haben. Da hat er ja gesagt, er muss weg. Dann lass uns doch mal darüber über den Preis sprechen. Mario, du hast gesagt, du darfst das machen. Ja, kein Problem. Genau. Sag doch mal den Preis in die Runde hier, dass wir können sprechen darüber. 225.000. Ey, du, Peter, pass auf, da muss ich, da könnte ich Herzklabast dabei. Wenn das der Mario hört, da sagt er dir, Kollege, kannst du nicht machen für die gute Freunde hier. 225.000, ist das Listenpreis, ne? Ja, was ist letzter Preis? So kannst du mir kommen. Letzte Preisverhandlung, bin ich genau der Richtige? Kenn ich mich aus. Pass auf, letzter Preis Ich höre dich hin. machen wir 75.000, ne? Komm, guck dir den mal an, ey. Der ist halt, der muss von Platz, hat Mario gesagt. Der will den sowieso nicht haben. Der will immer nur die Hirschtraktoren auf dem Klar, wenn Platz der vom haben. Platz ist, bin ich. Ja, natürlich, wenn der vom Platz ist, bin ich natürlich dann auch weg vom Platz. Peter, Ach nein, Mann, das der ist nicht Quatsch. so. Der ist wirklich nicht so, ne? Der ist der korrekte Typ. Er macht dir keine Sorgen, ne? Und außerdem, du bist doch ein guter Kerl. Du kannst doch sonst auch bei uns in die Forst anfangen, wenn der dich nicht mehr will. Nee, nix 75. Also sag doch mal korrekte Preise und nicht so einer von die Welt da weg. 220. Da komm mal mit 5.000 hier entgegenkommen hier. Komm, ich komme mir auch entgegen bei 75, 100 glatt. Ey, echt so viel? 100? 100 glatt, der ist ja vollgetankt, das passt. Pass auf, ich mache auch mal der Scheinwerfer an und dann gucken wir hier mal. Guckst du, die Reifen schon fast runter, ne? Da muss neu. Der hat Der hat hinten. gerade mal eine der hat gerade mal eine Betriebsstunde runter. Also, dass da die Reifen runter sind, also. Ja. Peter, guck mir in die Augen, pass auf. Darfst mich nicht anlügen, ne? Der Mario hat gesagt, das ist eine gebrauchte Maschine. Der steht schon lange im Platz. Und, pass auf, wir wissen, der ist gebraucht. Habt ihr an den Tacho rumgestaubt oder was? Der Rainer ist den schon gefahren. Das Nein. ist keine Betriebsstunde drauf, ey. Da muss viel mehr sein. Der Rainer hat den auch schon gefahren. Ja, ich habe den auch schon gehabt, 2 Tage. Als Leihfahrzeug. Also, jetzt wird er kriminell, ne? Sonst muss ich gleich an. Zwei Zehn. 2,10, ne? Der. 2,10. 110. Rainer, 2,10. da guckst du mal, der Antriebswelle hier muss gemacht werden, muss gerichtet werden. Den müssen wir noch komplett überarbeiten. Mein Onkel Murat, weißt du Warum? was? Rainer, pass auf. Wenn der Peter, der Mario macht das Geschäft kaputt mit solchen immensen Preisen, dann kaufen wir bei Murat. Der hat mir gesagt, der kann mir den schicken. Dann machen wir auch sowas hier. Dann machen wir, weißt du was, wir machen eigenen Handel auf. Oder? Wir Rainer? machen den, nein, wir machen den komplett, wir machen komplett, wir machen den komplett nochmal fertig. Wir machen die Zapfwelle nochmal komplett ganz und so weiter und so fort. Und Inspektion kriegt er noch mit und so weiter und so fort für 200.000. Aber mehr geht nicht. Also, der Peter, du musst, kann ich dir sagen, ne? Das muss, für 150 muss der wegkommen. Da mehr können wir auch gar nicht zahlen. Das ist durch.
Also entweder 150 oder wir fahren hier von dem Platz. Rainer, mach doch nicht so. Du kannst doch nicht hier pinkeln, die diese Stromkasten. Rainer, da ist Zeichen drauf. Komm da weg, du. Hey Rainer, du hast doch gesoffen, ey. Also, das stimmt, hat der wirklich. 190. Ne, da können wir nicht. Jetzt hatte ich schon gesagt, 150 ist der letzte Preis, dafür muss der von Tisch gehen, ne? 175 und dann ist 175, aber der nimmt dann so mit dir ist. Peter, hab ich das nicht gesagt? Ich habe gesagt, da gibt's keine Verhandlung. 150 können wir zahlen, ansonsten fahren wir von dem Platz und dann ist der weg, ne? Dann mache ich das mit Onkel Murat klar. Dann wäre ich vorsichtig. Moment, Moment, ich gehe mal überlegen. Pass auf, ey. Rainer, das machen wir wirklich. Rainer, komm mal zu mir rüber. Du musst mal ein bisschen stehen bleiben, bitte. Wir machen das, ne? Oder stehen lassen? Das ist die Frage. Der macht das nicht. Wenn der das nicht macht, machen wir das mit Onkel Murat. Und dann machen wir selber Handel auf. Dann müssen wir mal gucken, ob der Marihuana das noch gut findet, ne? Wenn der gesagt hat, ein anderer Händler hier auf die Diskussion hier. Flusstag kommt. Ich auch nicht. Und normalerweise. Was mache ich denn nun? Bei Mario hätten wir den Wesen auch günstiger, weil er sagte ja, der wird billig, weil. Er halt, ja. Mich. Aber ich glaube, ich bin arbeitslos danach, weil ich das jetzt mache. Warte, Rainer, pass auf, ich habe noch eine Idee. Wir sagen denn sogar 140 und 10 kriegt er in die Tasche. Dann muss der hat ja auch nicht so einen Stress, wenn der mal 2 Monate kein Geld kriegt oder so. Pass auf, Peter. So, 100. Ja, okay, wir machen das für 150. Aber dann so mit BS. Aber dann packen wir den ein, ne? Ja, machen wir. Dann machen wir direkt. Rainer, pass auf, der Fakt, wenn wir gar nicht lang, kommt er heute Nacht noch vom Platz. Ja. Bitte überweisen gleich sofort. Ansonsten. Pass auf, Rainer, pass auf. Du machst 140 an die Marihuana und Peter kriegt 10 in die Tasche. Nein, 150. Was? Du bist zu korrekt, ey. Du musst auch gucken, dass du was wirst, ne? 150. Ja, er hatte gesagt 10 für dich in die Tasche, du Vogel. Nein. Da hast du es. Mit dem kannst du nur schwer Geschäfte machen. Der ist so korrekte Typ, ey. Alles klar, ich Peter. Ich wünsche euch da viel Spaß mit eurem Spielzeug. Und der ist für dich, den steckt dir gut weg, ne? Mach ich, alles klar. Ja. Gut, komm hier. Ja, Hand noch drauf, ne? Hand geben, alles klar. Jo. Gut. So. Du, dann fahr ich dir nochmal schnell weg, ne? Rainer, du fährst den nicht mehr. Komm, komm da raus. Du fährst doch keinen Traktor mehr, ey. Du hast schon 16, 20 Bier auf. Das klappt. Rainer, mach die nicht kaputt. Oh Mann, ey, hoffentlich kommen nicht die Polizei, ne? Ich geh mal lieber, ich guck mir das nicht an. Peter, alles Gute, ne? Ja, euch auch. Oh, oh, oh. Ich fahr mal den Rainer hinterher, dass da nichts Schlimmes passiert, ey. Guck mal, hier steht ein Blatt. So. Einfach mal was im Grab. Da guck ich mal, dass ich wieder in unserer Forstfunk kommen. Oh Gott. Oh. Oh, Bäume. Ups. Oh nein, da muss ich den Rainer hinterherfahren, ne? Oh, da muss ich mich beeilen, ne? Keine Ahnung, wo der schon wieder hin ist. Naja, das ist schon Feierabend. Das schnell hinterherkommen. Der Auto fährt zwar schnell, aber der Rainer weiß man nie, wo der hingefahren ist. Sagt der, ups, Bäume. Rainer, hörst du mich durch die Funk? Der Rainer ist ein verrückter Kerl. Rainer, mach die Funk an! Warte mal, ich blink. Ja, hallo? Rainer! Rainer, fahr ein bisschen langsamer, bitte. Langsamer und fahr bitte mal auf die rechte Straßenseite. Ich fahr immer so vor der Kneipe nach Hus. Rainer, wenn das der Martin sieht, ne, dann ist mit Achmed dann der Cover vorbei, ey. Ihr sitzt doch schon in der Kneipe. Ja, das stimmt, die Polizei sitzt um die Zeit in die Kneipe, ne? Richtig.
So, meinst du, der ist nächste Woche morgen arbeitslos? Oh, da, Rainer, da muss man wohl ganz ehrlich sagen, eigentlich ist der korrekte Typ gewesen, ne? Der hat sich echt von uns reinquatschen lassen, ne? Ja. Aber der hat er wirklich, ne? Dann, wenn das gibt große Probleme, hey, dann nehmen wir den für 2.000, 3.000 die Woche, können wir den doch nehmen. Da, bei die Holz verkaufen machen wir doch gute Geschäft. Und wenn wir noch einen haben, der arbeitet hier, wäre doch echt korrekt, oder? Ja, den werden wir bald haben. Da hätten wir neue Angestellte, ne? Richtig. Das ist Expansion, ne? Nicht von selber arbeiten werden die Leute reich, habe ich mal gehört, ne? Das war eine korrekte Aktion, denn heute Abend noch den Traktor abzuschwatzen, ne? Ja, das sollten wir öfters mal machen, um die Uhrzeit hinzufahren, wenn der Mario nicht da ist, ne? Dann haben wir nächstes Mal Glück und kriegen noch einen LKW, du. Das stimmt, da könnten wir noch was machen, ne? Aber pass auf, Rainer, das war jetzt ein bisschen dahingeschwätzt, ne? Aber vielleicht können wir wirklich überlegen, ob wir Handel machen mit dem Murat und kaufen die Traktoren in die Türkei ein, ne? Müssen wir gucken, ob die Leute das hier auch kaufen wollen, ne? Was heißt kaufen? Das ist das Gleiche, ne? Und pass auf, die Marihuana, die macht ja auch nicht immer super Megapreise, ne? Können wir drunter, ne? Ey, ohne Quatsch, die Aktion, den kann ich kriegen für 110. Machen wir 150, ist billig, super billig Preis. Und dann haben wir 40 Gewinn, ne? Ja. Wir müssen gucken, ne? Dann muss ich Murat noch sagen, der muss ein bisschen an die. Hatte ich schon Angst, dass das die Polizei ist, du. Ja, hab ich auch, aber du hast ja gesagt, die sind schon alle bei da beim Käffchen, ne? Der Bierchen, ne? Ja. So, schnell in die Halle. Okay. So. Dann Bob mach. Ist heile angekommen. Gut, dann mach ich dir noch eben die Tür auf, ne? Und dann kannst du einsteigen. Ja, ich muss immer wieder pissen gehen. Rainer, das ist unglaublich, ja. Weil die ganze Trinkerei. Ah. Rainer, ein Bierchen am Abend ist ja okay, ne? Man könnte glauben, du hast ein Problem mit dem Alkohol, ein bisschen. Nee, heute ist nur so ein. Ah. Ach so. Ah. Und einsteigen. So. Alles klar. Gut. Guck mal, da fährt die Polizei doch noch. Und da haben wir aber Glück gehabt, dass du nicht. Dass die nicht dich erwischt haben, ne? Ja. Wieso fährt die jetzt denn noch durch die Gegend? Das war unüblich, ne? Sehr unüblich. Da geil, was hier wieder los ist in der Gegend, ne? So, aber jetzt nach Hause. Ich glaube, ich muss heute schlafen gehen. Ja, ich glaube auch, ich bin auch schon ein bisschen müde, ne? Könnten wir echt gucken, dass wir in die Koje kommen, ne? Ja. Aber da muss man schon sagen, da hat sich noch gelohnt, hier an der Abend noch an der Händler anzuhalten. Ja, ich bin auch gespannt, ey, wenn der. Oh, aber Mario das erfährt, der kommt definitiv hierher zu uns. Ja, der hätte uns garantiert bestimmt 200 noch abgenommen, ne, für so einen Traktor. Aber haben wir nicht noch einen Ass im Ärmel bei ihm? Ja, eigentlich hat der Ass im Ärmel bei mir, ne? Ja, meine ich ja, dass du das deswegen, dass du deswegen dadurch, dass wir dadurch gut rauskommen, weißt du? Ah, da könnte sein, ne? Dann der hat ja gesagt, ich musste sowieso noch was für den machen. Und so machen wir das auch, so berechnen wir dann mit denen. Aber der hat so viel zu tun mit seinen krummen Geschäften. Ich glaube, vielleicht ist ihm das sogar egal, ey. Du pass auf, irgendwie kommt hinter uns gerade ganz schnell angefahren. Oh, ich fahre trotzdem vorsichtig. Nee, darfst du nicht zu schnell fahren auf die Straße. Ach, das ist hier, der Mario mit seinem komischen Mercedes. Okay. Oh, hier wird auch ganz hell gerade auf die Straße, ne? Was auch immer der vorhat da. Will er mit uns reden oder so, oder was ist los? Meinst du? Weiß ich nicht. Ich steig mal aus, ne? Ich halt mal an hier an die Seite.
Ja, steig mal aus. Ob er was von uns will oder ob er weiterfährt. Ja, der fährt weiter. Oder? Hält doch ran. Ja, den. Na, der fährt weiter. Ja, gut. Dann fahren wir auch weiter, ne? Ja. Dann fahr doch noch mal zum Händler, lass uns mal mitbekommen, was da abgeht. Rainer, willst du den jetzt echt noch, der wird sowieso schon kochen wahrscheinlich gleich, willst du den jetzt echt noch triggern oder was? Weil dann checkt er dich direkt weg, oder? Obwohl eigentlich der... Ah. Der Peter ist auch hinter uns. Der auch, ey. Glaube ich bin, ey. Komm, ich fahr auch doch zu den Händlern nochmal, mal gucken, was der sagt. So. Das ist der Peter. Aber ich glaube, ne, heute Abend nicht mehr. Weißt du was? Wir fahren nach Hause, ne? Ja, gut, mach. Alles klar. Ja, liebe Leute, das war's auch für diese Folge wieder. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch, dass wir den Namen Peter so ein bisschen reingerissen haben. Ne? Das wird natürlich bitter werden für den. Er wird wahrscheinlich ganz schön auf die Mütze kriegen. Der Mario versteht ja keinen Spaß. Besonders, wenn es da um seine Kohlen geht. Da ist er ja schon ein bisschen heiß drauf. Und ja, guckt natürlich bei Mario vorbei, was da an krummen Geschäften läuft. Irgendwie, die sind mir nachts hier ein bisschen viel unterwegs. Ne? Müssen wir mal gucken, was da läuft. Ja, Torben, ich bin mal gespannt, was da für krumme Dinger noch rauskommen. Ja. Ja, dann sagen wir nochmal Tschüss. Tschüss. Ja, und auch von mir. Die nächste Folge wird am Tag wieder stattfinden, dann werden wir morgens anfangen. Und so lange könnt ihr uns mal ein Däumchen da lassen. Und dann wünsche ich noch alles Gute. Bye, bye und ade.